69 ist meine Beliebtheit momentan und das ist, glaube ich, die beste Beliebtheit, die man haben kann. Ich wüsste nicht, was es sonst sein kann. Willkommen zurück zu Stronghold. Wir sind weiter im Stress. Das ist die Stressmission. Mission 7 in Folge 7 geht diesmal weiter. Wir haben das erste Mal nicht eine Mission pro Folge geschafft. Ich versuche immer noch hier meinen Laden auf Vordermann zu bringen. Ich brauche auf jeden Fall mehr von so Fallmachern, damit ich ein bisschen schneller mal hier... Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Ich brauche eigentlich auch mehr Holz, aber da lässt sich leider gar nichts machen. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Ich brauche mehr Waffen, denn hier werden relativ bald relativ viele Gegner kommen. Ja. Bogenschützen bereit. Gegen die habe ich keine Chance, wenn ich nicht Stein und Waffen und Soldaten und alles hab. Also so alles halt. Von allem ganz viel. Ich baue mal noch, brauche noch einen Ochsen mehr. Wir haben jetzt zwei Steinbrüche, die sollen hier mal vernünftig liefern. Wir benötigen Holz. Überlege, ob ich nicht hier vorne, ich glaube nämlich, das war ganz sinnvoll, hier noch irgendwie... Man kann nämlich nur hier unten auf der grünen Wiese, kann man Getreidefarmen bauen. Ob ich hier vorne noch eine hinbaue, die dann das Getreide mal etwas schneller hier hochschleppt. Nahrung sieht nur so mittel aus. Meine Beliebtheit geht natürlich auch runter die ganze Zeit. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. So, müssen die Mauer schließen. Zack. So. Dann können wir nämlich direkt auch mit der zweiten Reihe Zinnen anfangen. So. Das hilft mir nämlich schon, weil die natürlich mit den Belagerungswaffen, mit denen sie ankommen, mir die vordere Reihe Mauern problemlos zerschießen können. Und mein Bogen ist euer. Da hilft es natürlich, da so ein paar drei oder vier Reihen Zinn zu haben. Ist natürlich in der Realität komplett nutzloser Scheiß. Aber wir sind ja hier auch nicht in der Realität. Hat keiner behauptet. Das hier ist schließlich Stronghold. Das ist was ganz anderes als die echte Welt. Unsere Lebensmittelvorräte. So, die füllen hier mal schön die Kornspeicher auf. Ich habe aber ja auch 7 Bäckereien. Das sollte ganz gut laufen. Ich habe auch relativ viele Leute und genug Holz für weitere Fallmachereien. Wir haben nicht genügend Holz. Oh, ey, Alter, 20 brauche ich da jedes Mal. Das ist echt nicht mehr feierlich. Die brauchen aber auch immer ewig von da hinten. Dabei habe ich schon 7 Holzfällerhütten. So, hier sind noch ein paar Steine angekommen. Das heißt, ich kann hier die zweite Mauerreihe schließen. Das Gute ist, man muss nicht an so vielen Stellen Mauer bauen. Das reicht hier an sehr wenigen Stellen. Nämlich eigentlich nur über die Breite hier, weil woanders kommen sie eh nicht. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Müssen wir hier vielleicht die Ration noch ein bisschen erhöhen, ein bisschen Kohle verdienen. Wie viele Bogenschützen habe ich? 14. Da hätte ich jetzt lieber so 25. Das kann man sich nur leider nicht aussuchen. So. Bin zur Stelle. Kann man Spieltempo auf 40 erhöhen. Ich hatte das ja relativ stark runtergedreht. Mein Herr? Weil ich am Anfang sonst so hetzen muss. Hetzen muss ich jetzt immer noch, aber so geht's schon etwas besser. Könnte überlegen, ob ich demnächst noch eine zweite Mühle baue. Wobei ich halt noch immer zu viel Mehl habe. Also da lagert immer noch Mehl, das heißt, es ist genug da. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal nachvollziehbarer Gedanke, denke ich. So, verdient Kohle, das ist gut. Ich habe wieder Holz, das heißt, wir können wieder noch einen Pfeilmacher bauen. Ja, awesome. So.
Hier kommen wieder... Yeah, hier kommen wieder 4 Kühe. Das heißt, wieder richtig ordentlich Stein. Die brauchen halt immer relativ lange. Das ist halt das Problem. Deswegen habe ich hier 6 so eine Ochsenjoche für den Transport. Und für den Transport und 2 Steinbrüche, weil ich einfach weiß, dass die extrem lange brauchen. Deswegen produziere ich lieber gleichzeitig ein bisschen mehr, damit es insgesamt ein bisschen schneller geht. So, lieber Herr Pfeilmacher, ich würde gerne noch mehr von euch haben. So, jetzt ist das Getreide tatsächlich mal weg. Jetzt könnte man überlegen, ob wir noch eine Mühle bauen. Kann ich mir aber nicht leisten. Brauch mehr Holz. Ach, diese Mission mit dem Holz, ey. Das ist wirklich mal was. Eure Befehle sind auf dem Weg. So, ich brauche echt mehr Düppen hier noch. Mehr von den Bogenschützen. So, dann baut man jetzt hier noch eine zweite Mühle. Hier schon wieder. Wie konntet ihr ohne mein Wissen hierher gelangen? Weil ich einfach klasse bin. Ich werde Truppen aussenden, die euch ins Jenseits befördern. Mach doch. So, fahr. Und ich kann mir noch eine Pfeilmacherei leisten. Super, habe ich 5. Dann geht das hier mal ein bisschen fluxer. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So. Es werden Rekruten benötigt, ja, Sire. Ist ja gut. 3. Bin zur Stelle. Und wieder 3 Bogenschützen mehr. Müssten jetzt knapp 20 sein. Also vor dem nächsten Angriff sollte ich schon noch ein paar haben. Weil ich natürlich nicht genau weiß, wann der nächste Angriff ist. Das heißt, das ist ein hehres Ziel. 19. Oder wenigstens 20 habe ich da. Oh, ich kann die Mauer weiterbauen. Guck. Sehr schön. Die Truppen der Ratte greifen an. Na, das verlangsamen wir dann doch nochmal ein bisschen. Da würde ich doch lieber hier nochmal die Mauer weiterbauen. So. Fangen wir gleich noch eine nächste Reihe an. Guckt mal, wie schön das aussieht. Ach, klasse. So. 4 Reihen Zinn. Wenn das mal nicht sicher ist, weiß ich auch nicht mehr. Bin zur Stelle. So, können wir hier mal die Spieltempo wieder auf 30 erhöhen. Oh mein Gott, mit was kommt der denn da alles? Ja. Das gibt's Rücken ja nicht. Aus. So. Bogenschützen bereit. Soll er doch kommen. Lasst ihn doch kommen. Ich habe jetzt eigentlich getan, was ich tun konnte, um hier zu verhindern, dass die durchkommen. Mein Bogen ist euer. Jetzt müssen mein die Bogenschützen halt sind ran. Auf dem Weg. Meine 20 Mann. Die Bogenmachereien, die sind noch nicht so schnell unterwegs. Können eure wir da Befehle schon drauf schießen? Gespannt. Nein, jetzt da so. Auf die... Kommen wir bis dahin? Bin zur Stelle. Oh Mann, das sind echt viele Bogenschützen. Guckt euch das mal an. Alter Verwalter. So, okay. Dann jetzt Angriff. Angriff. Bogenschützen bereit. So, die Katapulte schießen schon. Macht mal Macht. Kümmert euch. Bin zur Stelle. Auch zwei neue Typen. Mein Bogen ist euer. Ja. In Bewegung. Kommt her. Mein Herr. Ziel angepeilt. So, macht die fertig. Pfeile bereit. Einen nach dem anderen. Bogen den gespannt. Nächsten abfrühstücken. Den nächsten. An. Damit mir wenigstens die Bogenschützen nicht keine Gefahr mehr sind. Weil die können ja die ganze Zeit auf mich schießen, während. Bogen gespannt. Die müssen wir alle abräumen hier. So, weg damit. An. Ziel angepeilt. Die Mauer reparieren kriege ich wieder hin, das Pfeile ist kein Problem. Bereit. Also kein großes. Natürlich lieber, wenn die nicht beschädigt wird, aber... So. Das Tor, das können wir dann eigentlich demnächst auch mal kaputt sein lassen, weil so richtig ein Tor brauchen wir eigentlich jetzt hier nicht. Aber das könnte klappen, oder? Bin zur Stelle. Ich kann noch mal einen Bogenschützen mehr bauen. Rücken aus.
Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. So, da kommt noch das eine Katapult. Hier drüben haben wir sie schon alle tot. Hier links kommen noch welche. So, jetzt machen wir die Katapulte. Der Feind ist bezogen. Yes! Die müssen wir nicht mal klein kloppen. I like it. So, können wir jetzt hier die Mauer reparieren? Sehr schön. Das Tor, das können wir eigentlich auch einreißen, oder? Das ist ja nur ein Ziel. Wobei, wir können es auch reparieren. Kostet mir aber 5 Steine. Naja, gut. Dann ist es jetzt so. So. So, wie viele habe ich jetzt? 22. Das müssen noch ein paar mehr werden. Waffen benötigt, Sire. Holz habe ich aber mittlerweile genug. Das heißt, ich baue einfach noch 2 Fallmacher rein. Warum nicht? Nahrung habe ich nicht mehr so viel. Ich habe aber relativ viel. Unsere Schatzkammer leert sich. Ich habe aber relativ viel Geld gerade mit fast 500 Goldstücken. Damit kann ich mir eigentlich alles leisten, was ich brauche. Deswegen ist es jetzt nicht so wichtig, da noch weiter die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, zu bauen. Ja, das mit den Nahrungsvorräten, die werden jetzt ja gleich wieder mehr. Wird ja gleich wieder, Leute. Chillaxt mal. Es werden Rekruten benötigt. Ah, ich habe gerade keine Häuser. Da könnte man aber gucken, ob man jetzt hier mal in Anbetracht dessen, dass wir... Ach, scheiße, der hatte gerade Holz dabei. Konnte ja keiner ahnen, dass der von da kommt. Ja. Ich wenigstens mal einen Rekrut hier stehen hab. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Ich habe eigentlich jetzt gerade genug Holz. Das heißt, ich kann tatsächlich hier noch ein paar Holzfäller wegreißen. Die brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Ich brauche jetzt ja hauptsächlich das Holz noch, um nicht mehr um Gebäude zu bauen, sondern um Bögen herzustellen. Und das klappt gerade ganz gut. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Beeil dich mal ein bisschen. Ich habe 8 Bäckereien, das kann nicht so schwer sein. Das kann es ja wohl nicht sein, irgendwie. So. Reparieren wir mal erstmal die Mauer noch zu Ende hier. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das hat auf jeden Fall ganz gut geklappt mit dem... mit den mehreren Schichten hier. Die sind nicht wirklich durchgekommen. Aber die Mauer hier hinten nochmal wieder ganz. So, und dann... habe ich immer noch genug Stein, um hier noch eine neue Mauerschicht... Ja, warum denn keine 5. Wer verbietet es mir denn? Keiner. So. Wozu habe ich denn die ganzen Ochsen und den ganzen Steinbruchquatsch hier gebaut? Muss doch für irgendwas gut gewesen sein. Bin zur Stelle. So, da kommen wieder neue Bögen. Das heißt, ich kann wieder ordentlich nachproducen. Bin zur Stelle. Sehr schön. Und wenn die durchkommen sollten, habe ich auch immer noch die Lanzenträger. Die sind ja sowas wie mein Bogen ist euer Bonus, final, super in Bewegung. Geheimwaffen-Feature. Ja, das Wort, da wusste ich von Anfang an, wo ich hin will am Ende mit dem Wort. Das war ein bisschen wie die Story von Resident Evil. Mein Herr? Die wussten auch beim ersten Teil schon, wer wen im 6. Teil verrät. Bestimmt. So, da kommen die Ochsen, das heißt, wir haben gleich die nächste Runde. Eure Befehle sind auf dem Weg. Können die Mauer noch zu Ende bauen hier vorne. Machen wir mal das Tempo ein bisschen hoch. Wo latschen der jetzt hin? Bäume fällen oder was? Wieso da unten? Verstehe ich nicht. Da sind doch noch Bäume. Na gut, wie dem auch sei. So, bauen wir das hier zu Ende. Yes. So, dann können sie jetzt kommen, würde ich sagen. Dann können sie kommen. Sollen sie es doch versuchen. Ich baue natürlich noch weiter Bogenschützen. Aber an sich... Keine Steuern. Das ist eine angenehme weiß ich noch nicht, wie sie da jetzt durchkommen sollen, die Gegner.
keine Steuern. Ja, da hat sie recht, da sollten wir vielleicht mal nachbessern und mal wenigstens ein paar Steuern erheben gleich wieder. So, das mit dem Mehl, das klappt ganz gut. Das füllt sich gerade wieder. Die Bäckereien arbeiten vernünftig. Unsere Lebensmittel aber schon wieder halbwegs wachsen, Lebensmittel Sire. Da. Eine Botschaft der Ratte. Eine Botschaft der Ratte. Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Verzeihung. So, ich kann ja mal einen Ochsen hier weghauen. Einfach, dass dann nochmal ein paar mehr Leute hier wieder am Lagerfeuer bereitstehen. Und schon kann ich mir wieder vier neue Soldaten rekrutieren. Ja. Das ist doch cool. Bereit. So, die stellen sich in mal hier Bewegung. Hin. Jetzt müssten es schon, wie mein viele Bogen sein? 39. Teuer. Nett. Nett. Mein Herr? Sehr schön. Und bin 41. So. Eure Befehle? Die Geht Truppen der Ratte greifen an. Na sollen sie doch. Soll er doch kommen. Die feige Sau mit seinem riesigen Armeen. Scheiß, Mann. Warum hat er immer so viel? Das nervt doch. Da kriegt man doch nur Schiss. Na gut, aber an sich bin ich ja ganz gut vorbereitet. Womit kann ich dienen? Hab hier auch noch 20, 21 Mann. Die können ja alles weghauen, was irgendwie durchkommt. Okay. Nächster Angriff. Es geht los. Bin zur Stelle. Waffen benötigt, Sire. Euren Wunsch. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Es geht wieder los. Ich habe jetzt mal eben meine Bogenschützen fast verdoppelt. Oder hab die verdoppelt. Und die Mauern doppelt so dick gemacht. Das brauche ich auch. So, jetzt macht mal hier kaputt. Macht kaputt, ja. Was euch kaputt Bogen macht. Gespannt. Bevor es euch kaputt macht. Am Visiere an. Hoffen, dass der hier meine Leute nicht so gut erwischt, wie ich seine. Aber ich habe ja den Höhenvorteil. Verliere natürlich bestimmt 1, 2, 3, 4, 5. Aber die ersetze ich dann jetzt mal direkt wieder. So. Die kommen gar nicht mehr an die Mauern ran. Ah, das ist super. Sieht mal, wie viele geile Bogenschützen ich habe. Da machen wir das erste Katapult schon gleich kaputt. Alle, die angemerkt haben, dass ich möglicherweise eine Sprachstörung habe, ich immer kaputt sage. Ich finde, das klingt aber lustig. Ich kann auch wir kaputt sagen, mein wenn Bogen ihr das ist lieber habt. Wenn Sachen kaputt Rücken gehen. Aus. Kaputt. Mein Herr? Mit sind auf dem Weg. Als ob die Ratte eine Chance hätte. Meine Güte. Der schießt aber wirklich fast nur hier hin. Oh, geschafft. Das war's, oder? War das der Sieg? El Sigo? Fahren wir jetzt alle zusammen nach Sigistan? Ich hoffe doch. Haut ab! Haut ab, haut ab. Das war machbar. Ah, weil ich einfach wieder gut taktiert habe. Hatte jetzt knapp 40 Bogenschützen. Jetzt am Ende sogar 45. Ja, hier ist einfach das Geheimnis bei den Missionen, wo so ein bisschen Zeitdruck halt da ist. Weil halt ein Angriff droht, ist einfach die Zeit zu verlangsamen, sich in Ruhe zu überlegen, was brauche ich, um den Angriff abzuwehren. Im Normalfall sind das Eine meistens Botschaft einfach sehr viele Soldaten. Nicht schon wieder! Es ist nicht zu fassen! Ich bin von Idioten umgeben! Und dementsprechend dann eben auch einfach sehr viele Pfeilmacher oder Pikenmacher, in diesem könnte ich jetzt ja auch bauen mittlerweile, für Speerträger. Also einfach ganz viel davon. Und dann läuft es eigentlich fast von alleine, wenn man sich ansonsten nicht komplett doof anstellt. Es hilft allerdings bei Stronghold, damals wie heute, die Mission zweimal zu spielen. Also sich die Mission erstmal anzugucken, zu schauen, was da so passiert, von wo der Gegner kommt. Und dann, dann erst die Mission ernsthaft gewinnen zu wollen. Weil oft, wenn man es beim ersten Mal noch nicht weiß, wo der Gegner kommt und von wo er die Katapulte kommen oder sowas, dann weiß man noch nicht, wo muss ich die Mauer vielleicht länger bauen oder wo sollte ich vielleicht mehr Bogenschützen hinstellen oder sowas. Ich habe jetzt die Missionen alle schon mal gespielt vor vielen Jahren
Deswegen erinnere ich mich dunkel, aber ich denke mal, ich werde jetzt im Verlauf der Kampagne auch hin und wieder meine Mission anfangen und dann vielleicht mal 3 Minuten spielen mit hoher Geschwindigkeit, um zu gucken, so ein bisschen, wo passiert was, um es dann richtig zu machen und euch dann halt die richtige Variante zeigen. Da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus, weil so spielt man halt diese alten Spiele mit viel Speichern und Laden. Das ist keine Schande, finde ich. Wenn ihr das anders seht, schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich euch dort ignorieren. Ich lese das natürlich schon des Öfteren mit dem Gedanken gespielt, das dieser erbärmlichen Ratte zu zeigen. Ich bin mir sicher, wir kommen zu einer beiderseitig zufriedenstellenden Übereinkunft. Mhm. Die Schlange möchte sich also mit uns verbünden, weil er nämlich Schiss kriegt. Schiss kriegt er. Gut, jetzt gehört uns wirklich der gesamte Norden. Wir haben damit jetzt schon das flächenmäßig größte Reich überhaupt. Können wir ja eigentlich nach Hause gehen, oder? Na, es leben ja leider noch alle. Die Ratte lebt noch, die Schlange lebt noch, das Schwein, das fette rote Schwein im Westen lebt noch und natürlich der Wolf im Süden. All das müssen wir noch besiegen. Dann wird ganz Deutschland uns gehören. Das wird super, dann sind wir König von Deutschland. Yes! Damit fangen wir dann nächste Folge an. Ich bin erfreut. Es war eine schöne 7. Folge, ohne große, schlimme Katastrophen. Das passiert nicht so oft, deswegen muss man das entsprechend würdigen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich war Dennis, das war Stronghold HD. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.